So, Volvos, 25 Jahre alt, wo ist denn das Update? Habt ihr es hier irgendwo versteckt oder was? Hä? Ihr Piss. Der gestrige Tag und vor allem die Nacht gingen jetzt komplett ereignislos rum, also zumindest öffentlich ereignislos. Ich hatte euch ja schon gesagt, wenn was kommt, dann ist es bei uns eher nachts der Fall. Und es kam auch was, aber nichts, das wir testen dürfen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Let's go. Spielst du gerne Fortnite? Nicht so ganz. Was spielst du gerne so? Memory. Oh, Memory ist gut, das mag ich auch. Wer wirklich cool ist, ist ja bei uns auf dem Discord. Und auf diesem Discord findet ihr diesen CS2 Updates Channel. Und dort werden, wie der Name schon sagt, die ganzen Updates herausgezogen aus der Steam Database, die Volvos so drücken. Und gestern Abend, beziehungsweise über die gesamte Nacht, kamen diese 6 Updates, beziehungsweise 3 Updates. Einmal dieses Paket um 20.50 Uhr, dann um 23.47 Uhr nochmal eins und um 2.09 Uhr nochmal eins. Das ist übrigens so die Zeit, um die so plus minus die Updates hier bei uns erscheinen, normalerweise. Und ich weiß das so genau, weil ich halt meistens ja dann noch ein Video mache um die Zeit, ne? Also ja, natürlich kommen die auch mal früher oder später, aber so im Großteil haue ich mir hier um die Uhrzeit halt die Nacht um die Ohren. Ist auch relativ passend, weil wir dann meistens den Stream ausmachen und dann kann ich direkt vorm Stream ins Update gehen. So, wenn man jetzt weiter hochscrollt, könnte man natürlich sagen, die updaten doch sowieso fast jeden Tag irgendwie irgendwas. Warum ist das hier unten so besonders? Oh, wacht. Neben diesen ganzen normalen Funzel-Updates, die sie halt sonst fahren, fahren sie auch DPR-Updates. Der gesamte Update-Block von gestern war ein DPR-P. Update-Block. Das sind Dev-Pre-Release-Versionen. Das heißt, das sind die Versionen des Spiels, Counter-Strike, die Entwickler spielen, um zu testen, ob alles funktioniert, was sie geändert haben. Was heißt das jetzt für uns? Diese Version kam meistens ein oder zwei Tage, bevor irgendein Update kam, egal ob groß oder klein, bevor irgendein Update-Block kam, kommen diese DPR-Versionen und dann, bumm, wird das Update nachgereicht. Nicht grundsätzlich, es gibt auch oft DPR-Versionen, die einfach so kommen und dann wird kein Update nachgereicht. Die Devs müssen ja natürlich immer wieder probieren, rumwurschteln und gucken, funktioniert das, was wir hier gerade gemacht haben. Denn man will natürlich nicht plötzlich mit irgendwas nicht funktionierendem überrascht werden, nicht wahr? So what you see is what you get. Das wäre ja peinlich. Das muss wie gesagt nicht heißen, dass jetzt morgen direkt dann ein Update kommt oder übermorgen direkt dann ein Update kommt. Das bedeutet nur, dass sie gestern ordentlich reingewurschtelt haben, über viele Stunden hinweg immer wieder probiert haben. Jetzt kann man davon ausgehen, sie wollten irgendetwas Größeres machen, jetzt nicht nur irgendwelche Hüter auf die Hühner drauf machen, weil das erfordert sicherlich nicht stundenlanges Rumprobieren, sondern es kann natürlich alles Mögliche sein, dass irgendwelche neuen Maps nicht gescheit geladen wurden oder nicht richtig funktioniert haben, dass ein Spielmodus wie Danger Zone nicht richtig läuft, so wie sie sich gedacht haben im Vorfeld und so weiter und so fort. Auch an irgendwelchen Skins, die möglicherweise hinzugefügt werden sollten oder wurden, könnte irgendwas kaputt sein. Und man will natürlich, dass die Sache, vor allem jetzt, wo Counter-Strike so dasteht, wie es dasteht, dass es eben dann auch gescheit läuft. Wir sind uns ja alle einig, dass der Start von CS2 nicht so reibungslos gelaufen ist und dass es halt viele Probleme gab. Und die letzten paar Monate, ich glaube ab Februar war es, ne? Februar, März, April, Mai, kamen jeden Monat größere Updates, die zwar auch natürlich wie immer auch ein paar Fehler reingebracht haben, die aber schnell wieder rausgepatcht wurden. Kurzum, die letzten paar Updates waren halt relativ sauber. Man hat jeden Monat was Neues bekommen, was mittelgroßes, wie halt diese letzte Case, Meat Case mit neuen Skins und andere Geschichten, das On the Other Hand Update und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine, die letzten 4 großen Updates halt. Und logischerweise möchte man das so halten, wie es die ganze Zeit lief. Und ich gehe jetzt, wie gesagt, hier stark davon aus, dass sie gestern auf größere Probleme gestoßen sind. Auf so große, dass sie um die 5 Stunden lang rumgewurschtelt haben, beziehungsweise zumindest über den Zeitraum von 5 Stunden diese DPR-Version gepresst haben. Also Version 1 von dieser Dev-Pre-Release-Version reinladen, gucken, oh, irgendwas geht nicht. Stunden später der zweite Versuch, geht immer noch nicht. Dann der dritte Versuch, und seitdem ist ruhig. Diese Dev-Versionen werden unter anderem auch für die Aufnahmen genutzt, die sie wiederum für diese Update-Kataloge anfertigen. Wenn man dann zum Beispiel einzelne Neuerungen sieht, wie damals bei CS2 halt mit den Smokes, die man durchschießen kann und so weiter und so fort. Solche Sachen werden von den Devs natürlich in einer eigenen Version, die von uns abgeschottet ist, dann erstmal getestet und aufgezeichnet und dann für dieses Update ready gemacht, bevor es dann alle machen dürfen, das ist ja klar. Ob da jetzt, wie vorhin schon erwähnt, heute oder morgen oder übermorgen was kommen wird oder muss vielmehr, das ist natürlich überhaupt nicht gesagt. Ich hatte euch in den letzten paar Videos schon gesagt, es kann was kommen, muss aber nicht, es kann auch was sehr verspätet kommen, muss aber nicht. Zum 20. Jubiläum kam, wie gesagt, am Tag des Jubiläums ein Update und dann 3 Monate später ein sehr großes Update zum 20. Jubiläum. Es ist also alles offen, beziehungsweise wenn sie in 3 Monaten noch kein 25er Update gebracht haben, dann würde ich anfangen, mir Sorgen zu machen. Und noch kurz ein paar schließende Worte zu den Operations. Über die letzten paar Streams kamen natürlich Leute an mich, die gefragt haben, hey, glaubst du nicht doch, dass eine Operation kommt? Weil ich ja in den Videos gesagt habe, na, Maps, Case und dann noch diese Keychains, alleine das wäre ja schon so ein schönes großes Update, das würde in Theorie ausreichen, man bräuchte jetzt nicht zwingend Operation. Natürlich würde sich jeder freuen, wie sau ich mich auch, aber alleine das ist ja schon, wäre ja schon ein Banger. Die Operations kamen die letzten paar Male halt immer so zum Ende des Jahres, also meistens, wenn es kalt war, so
November, Dezember. Das muss natürlich nicht heißen, dass es jetzt grundsätzlich immer so ist, dass immer erst dann im Winter die Operation kommt. Aber ja, die letzten paar kamen dann halt so um die Zeit. Aber am Ende nehmen wir natürlich alles dankend an, was sie halt bringen. Und wenn es dann nur neue Maps, eine Case und diese Schlüsselanhänger sind, dann ist es halt so. So, und da das Video jetzt wahrscheinlich gar nicht so arg lang ist, also jetzt an der Stelle, werde ich noch ein paar YouTube-Giveaways auflösen und euch natürlich wieder an das aktuelle Glove-Giveaway auf Twitch erinnern. Ja, ich weiß, das ist schon, glaube ich, die dritte Erinnerung, aber es ist mir halt wichtig, dass jeder Bescheid weiß, weil es ist wirklich oft so, dass die Leute dann, genau wenn das Giveaway ist, an diesem Tag, das heißt in 2,5 Wochen, dann kommen sie rum und sagen, ich will die Gloves haben. Aber unsere Twitch-Giveaways funktionieren seit 8 Jahren mit Aktivität. Das heißt, wenn man rumkommt und zuschaut, sammelt man die Bubble Dollar und dann kann man hier locker mitmachen. Kostenlos. Man muss aber davor ein bisschen im Stream gewesen sein, dass man die gesammelt hat. Und wenn man erst wirklich genau dann kommt, also praktisch eine Minute vor Ende des Giveaways, dann hat man nicht genug Bubble Dollar und kann halt dann nicht mitmachen, ne? Im nächsten zwar dann schon, beim nächsten Knife oder den nächsten Handschuhen, aber ja. Also kommt gerne rum, mein Twitch-Link ist in der Beschreibung. Ich bin dreimal die Woche live, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Es gibt in jedem der Streams ein festes Giveaway mit 2 Skins, einem Sticker und einem Graffiti und dann meistens so einmal im Monat Knife oder Gloves. So, und jetzt lösen wir mal die YouTube-Giveaways auf, let's go. Zuallererst gab es für euch diese Bananenkanone zu gewinnen. Das war in diesem Cash-Video, da sollte man, glaube ich, einfach nur sagen, ob man sich auf Cash freut. Vielen lieben Dank für 108 Kommentare. Wir ziehen den Gewinner. Und es ist der Schatten. Ich hatte damals auf Cash mehr Cheater als auf allen anderen Maps. Ausnahmen sind die Geisel-Maps. Das war einer der Gründe, warum ich die mal nicht mochte. Ja, da würde ich sagen, das zählt. Der Schatten, dann bitte einmal hier unter dem Video melden, also als Kommentar, und mir Bescheid geben, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dein Trade-Link bitte hier in deine Kanalinfo reinpacken. Dankeschön. Als nächstes gab es dieses Dashrack MP9 Featherweight für euch zu gewinnen. Und in diesem Video hatte ich euch gefragt, ob ihr Counter-Strike auf Linux spielt. Ja oder nein? Vielen lieben Dank für 211 Kommentare, ihr alten Gönner. Ich gucke jedes Mal hier auf diese drei Punkte und denke, ja, wo kommt's denn? Aber es ist hier unten. So, der Gewinner des heutigen Vampir. Wilder Name, wildes Bild. Nein, ich habe Windows 10. Immer noch. Sehr gut. Ist ein Macher OS, auf jeden Fall. Ja, hast du ja mitbekommen, was man machen muss. Hier bitte einmal melden und deinen Trade-Link hier reinballern. Dankeschön. Dann gab es noch dieses Stat-Track Mac 7 Insomnia. Das war das Video, in dem wir über so einen Exploit gesprochen haben. Da hatte ich euch gefragt, ob ihr sowas auch machen würdet. Vielen Dank für 154 Kommentare. Unser Gewinner der Insomnia ist Bono Bennett. Würde es vielleicht mal solo testen, aber nicht online mit anderen Spielern. Sehr gut. Unter diesem Video bitte einmal melden und dein Trade-Link wie bereits geschehen in die Kanalinfo. Perfekt. Und zu guter Letzt lösen wir noch die Stat-Track USPS Flashback auf. Die gab es in einem Update-Video und da hatte ich euch gefragt, ob Counter-Strike bei euch stabil läuft, ob es gut läuft von den FPS und sowas her. Vielen Dank für 156 Kommentare. Und der Gewinner der Flashback ist Räuber Hotzenplotz oder Rauber Hotzenplotz. CS2 läuft gut, hab nur manchmal Probleme mit dem Internet über WLAN. Alles klar. Hier melden und Trade-Link in die Kanalinfo. Gut. Und weil ihr so alte Macher seid und mir ständig Skins für die Giveaways schickt, vielen, vielen Dank dafür. Hauen wir jetzt hier auch wieder was raus. Und zwar eine Pipi Bison Lumen. Da ist eine fette Taschenlampe vorne dran, die man nicht benutzen kann. Ist passenderweise ein Operation Skin und zwar von der Operation Riptide. Man nimmt hier an diesem Giveaway teil, indem man Folgendes einem Kommentar hinzufügt. Und zwar, hast du schon mal eine Operation mitgespielt? Wenn ja, welche war es? Wie viel hast du schon insgesamt gemacht? So irgendwie. Also irgendwas zu einer Operation. Da sind alle Antworten zugelassen. Nee, habe ich noch nicht. Ja, habe ich schon. Ich war schon bei 3 dabei. Meine letzte war die hier oder Lirum Larum. Haut's in die Kommentare und dann lesen wir uns dort. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit, für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream, 18 Uhr jetzt, meine Damen und Herren. Rumkommen und mit dabei sein oder halt dann im nächsten Video. Entweder übermorgen oder falls jetzt dann nachts irgendwas kommt, dann halt heute Nacht oder morgen früh. Danke für alles, haut da rein und bis gleich im Stream. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf